Wer nicht feministisch ist, ist recht. So einfach ist es anscheinend heutzutage. Diese Y-Kollektiv-Doku, die wir alle natürlich freiwillig mit unseren Gebühren bezahlen, schießt mal wieder den absoluten Vogel ab. Und ihr seht ja hier am Like- und Dislike-Verhältnis, sowas habe ich, glaube ich, sogar bei denen hier, die immer ordentlich auf die Mütze bekommen, noch überhaupt nicht gesehen. In den Kommentaren unten werden sie richtig schön versägt. Haben dann eine Stellungnahme danach rausgehauen, gucken wir uns noch an. Und dann noch eine rausgehauen danach, weil die erste nicht befriedigend war. Und die zweite war wieder genauso schlimm. Also absolute Katastrophe, absoluter Autounfall. Und wir gucken uns das Ganze heute genüsslich an. Let's go. Ich bin kein Feminist und du solltest auch keine sein. Frauen gegen Feminismus. Das passiert gerade auf TikTok und auf Instagram. Wir gehen die ganzen Feminismusdebatten so auf den Senkel. Ja, wem denn nicht? Wem denn nicht? Nur den Radikalfeministen geht das nicht auf den Senkel. Ihr wisst, dass es so ist. Und nachher kommt natürlich raus, die ganzen Frauen, die hier gezeigt werden, die haben überhaupt nichts gegen Feminismus, sondern gegen dritte und vierte Welle Radikalfeminismus, gegen die ganzen Durchgeknallten, gegen den Hardcore-Woke-Idealismus-Hype sozusagen. Haben nichts gegen Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Die erste Tante hier, worum ging's da? Die macht sonst so klassischen AfD-Content und in dem Post, wie sie sagt, was man ja auch nachvollziehen kann, es geht mir so auf den Senkel, den ganzen Kram, den Tonfall kann man, denke ich, nachvollziehen, wenn man noch halbwegs klar in der Birne ist heutzutage. Da ging es um feministische Verkehrspolitik. Ja, die Verkehrspolitik muss jetzt auch feministisch sein, also der typische Unsinn, überall den ganzen Kram mit reinzuschustern, dass die Männer ja wahnsinnig unterdrückerisch sind und das Patriarchat. Und ihr kennt ja den ganzen Radikal. Statt dass Männer und Frauen ganz normal zusammenhalten, nein, Männer und Frauen sollen gegeneinander aufgehetzt werden und werden auch gerne gegeneinander aufgehetzt. Der Feminismus hat sich in Zeiten der totalen Gleichberechtigung radikalisiert. Ja, stimmt ja auch, das ist jetzt eine ganz kritische Aussage, als gäbe es keinen dritte und vierte Welle Hardcore-Radikalfeminismus. Sie erreichen Zehntausende mit solchen Aussagen. Was auch immer der Mann tut, was dir nicht gefällt, weißt du, was du machen solltest? Gar nichts. Das ist der Oberknaller in dieser ganzen Dokumentation. Und zwar die Tante, die gerade gezeigt wurde, das waren einfach nur Dating-Tipps. Danach sagt sie dann irgendwann sowas wie, ja, mach dich nicht zum Affen, wenn der Mann keinen Bock hat, dann hat er halt keinen Bock, lauf dem nicht hinterher. Das waren nur so reine Dating-Tipps. Und das haben sie jetzt hier so zusammengeschnibbelt. Also mal wieder exzellentes GEZ-Framing. Und wie gesagt, man zahlt da einfach gerne für. Das macht schon Spaß. Frauen sollen laut ihnen nicht selbstbestimmt sein. Sagt wer? Wer von denen hat gesagt, Frauen sollen laut ihnen nicht selbstbestimmt sein? Wo steht das? Wer sagt das? Hinterher kommt raus, keiner sagt's natürlich. Ordnet euch den Männern unter. Ja, das wäre sowas, aber was heißt das denn? Inwiefern? Unterordnen? Was heißt unterordnen? Das wäre jetzt so eine Anweisung an die Frauen. Manche vernetzen sich untereinander und machen Videos mit rechten Influencern. Es ist auch ein... Rechte Influencer, was heißt das? Es gibt ja heute nicht rechts und links, sondern es gibt links und rechts radikal. Das heißt, rechts darf es ja heute nicht sein. Ja, links ist okay, rechts ist nicht okay, weil rechts ist direkt rechtsradikal. Also entweder bist du links, da gibt es auch kein linksradikal, oder du bist halt rechtsradikal. International. Ja, diese sprachlichen Ungenauigkeiten auch die ganze Zeit. Das Phänomen. Feminism is a war on true masculinity. All it really does is teach little girls to hate men. Ja, doch, Männerhass ist im dritten und vierten Welle Feminismus weit verbreitet. Stimmt doch. Hier steht, schützt unsere Kinder vor Feminismus. Sie alle sind Anti-Feministinnen. Ich frage mich. Sie alle sind Anti-Feministinnen. Was heißt das? Was ist mit Feminismus hier gemeint? Was heißt Antifeminismus laut denen? Wer sagt, sagen die alle, ich bin Antifeministin. Hinterher kommt natürlich raus, keiner von denen nennt sich Antifeminist oder würde sich da einkategorisieren, was nicht zwangsläufig was heißen muss, wie man sich selbst einkategorisiert. Aber natürlich sind das keine Antifeministen. Die haben mit Gleichberechtigung überhaupt kein Thema. Natürlich sind die für Frauenrechte und Gleichberechtigung. Ist diese Ideologie Meinungsfreiheit oder eine Gefahr für unsere Demokratie? Ja, wahnsinnige Gefahr für unsere Demokratie. Die Meinungsfreiheit ist ja eine Wahnsinnsgefahr für unsere
Demokratie. Wie kommen wir denn dazu, mehrere Meinungen hier vertreten zu können? Ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, dass Antifeminismus eben antidemokratisch ist, dass Antifeminismus ein Brückennarrativ, ein Türöffner ist in extrem rechte Ideologien. Ja, alles ist mittlerweile ein Brückennarrativ. Das nennt sich auch Slippery Slope, ist ein logischer Fehlschluss. Und wo ich aber generell zustimmen würde, ist natürlich, rechtsradikale Leute, die sind jetzt nicht wahnsinnig auf Frauenrechte bedacht. Ja, ach nee. Also da würde ich generell schon zustimmen. Aber deshalb ist ja natürlich jetzt nicht jeder, der sagt, hier, ihr habt sie doch nicht mehr alle im dritte und vierte Welle Feminismus. Das ist eine der abgereistesten Ideologien aller Zeiten. Das sind mit die verrücktesten Leute, die je existiert haben. Ja, je nach Ausprägung natürlich. Natürlich hat aber keiner ganz normal was gegen Frauenrechte und will die Frauen wieder einsperren und was weiß ich was. Also gibt es natürlich auch, aber das sind sicherlich nicht die Leute, die hier gezeigt wurden. Auch der niedersächsische Verfassungsschutz sieht Antifeminismus im Zusammenhang mit extremistischen Bestrebungen. 4 Monate recherchiere ich... Ja, es gibt auch Frauenfeindlichkeit, aber das kann man hier nicht so verwässern. Du kannst jetzt nicht jeden, der sagt, hier, ihr habt sie doch nicht mal alle, die Hardcore-Radikalfeministen, das ist doch teilweise sowas von abgereist. Kannst ja nicht sagen, der ist jetzt frauenfeindlich. Ganz im Gegenteil sogar. Ich auf TikTok und Instagram und frage mich, wieso sind Frauen gegen Feminismus? Die sind nicht gegen Feminismus, sondern gegen Radikalfeminismus. TikTok und Instagram nutze ich zur Unterhaltung. Normalerweise werden mir... Eva Müller, ja, die hat ordentlich Shit bekommen. Da werden auch sinnlose Hater-Kommentare dabei gewesen sein, aber dass die Doku hier richtig Shit bekommt, ist schon in Ordnung. Und die 2 Rechtfertigungen, die wir uns noch angucken, die haben es jetzt auch nicht besser gemacht. Die haben fast das gleiche Like- und Dislike-Verhältnis. Mir dort lustige Hundevideos und Einrichtungstipps vorgeschlagen. Doch seit kurzem bekomme ich ganz anderen Content in meinen Feed. Frauen positionieren sich dort gegen Frauenrechte. Sie sagen und schreiben dort Dinge wie: Feminismus steht schon lange nicht mehr für Gleichberechtigung, falls es das jemals stand. Stimmt ja auch, steht schon ewig nicht mehr für Gleichberechtigung. Ja, all men are trash und was weiß ich. Falls es das jemals stand, sehe ich anders. Natürlich ging es damals um Frauenrechte, ganz normal. Ja, und was, sie positionieren sich gegen Frauenrechte? Hat sie vorher wieder so angekündigt. Sagt die dann gar nicht. Vor allem die gerade gezeigt wurde, die hat auch noch eine Reaction gemacht. Richtig gutes Video. Auch ganz normale Inhalte natürlich. Überhaupt keine Frauenhasserin und was weiß ich was. Für diesen Film treffe ich 3 Frauen, die sich offen gegen den Feminismus stellen. Gegen den Feminismus oder gegen den Radikalfeminismus? Oder gegen die radikalen Auswüchse davon? Ich werde sie kennenlernen, konfrontieren und erfahren, was sie antreibt. Ein Instagram-Kanal, der mir während meiner Recherche immer wieder begegnet, ist der von Liebe zur Bibel. Dort finde ich viele Posts zum Thema Männer- und Frauenrollen. Die seien Gott gegeben. Bedeutet konkret, Frauen müssen sich ihren Männern unterordnen. Was bedeutet konkret, die müssen sich unterordnen? Und das heißt jetzt konkret, da müsste man ja dann mal nachfragen, was heißt jetzt unterordnen? Soll es sich die ganze Zeit schlagen lassen oder soll es daheim arbeiten oder soll es den Mann die Entscheidung treffen lassen? Was heißt jetzt unterordnen? In einem weiteren Post finde ich Anweisungen, wie man sich als Frau zu kleiden hat, um von Männern nicht als Sexobjekt wahrgenommen zu werden. Mir war nicht klar, dass es so viele Menschen gibt, die Feminismus für gefährlich halten. Feminismus hält jemand für Gleichberechtigung, hält wahrscheinlich fast keiner für eine Gefährdung oder für gefährlich, außer die völlig abgereisten Frauenhasser. Aber klar, dritte, vierte Welle Hardcore-Feminismus, natürlich ist das gefährlich, weil das gegen sämtliche Realitäten auch geht. Das ist gefährlich, Realitäten und Biologie und so weiter aufzuweichen. Für mich ist Feminismus eine Lebenseinstellung. Er steht dafür, dass alle Geschlechter gleichwertig sind und deshalb gleichberechtigt. Alle Geschlechter, da gibt es ja so viele von. Das ist ja mindestens 3, vielleicht sogar bald 4-stellig. Das ist ja wunderbar. Weil es halt so lecker ist. Dass alle Geschlechter gleichwertig sind und deshalb gleichberechtigt sein sollten. Ja, das wäre okay, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollten. Antifeminismus, die ideologische Haltung. Ja, da leugnet er die Transidentität und spricht ihnen das Recht auf Leben ab und hasst sie alle und bla. Da kommen wir auch noch zu dem ganzen Quatsch. Antifeminismus, die ideologische Haltung, die den Feminismus ablehnt und sagt, dass heutzutage keine Ungleichheit mehr zwischen den Geschlechtern bestehen würde. Ungleich, natürlich besteht Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, das wird auch immer so bleiben. Ja, ein Mann ist keine Frau und eine Frau ist kein Mann, natürlich, da gibt es schon Unterschiede.
Aber ist das jetzt Antifeminismus, wenn du sagst, Männer und Frauen sind unterschiedlich? Hat doch nichts mit Antifeminismus zu tun. Antifeminismus ist, wenn du willst, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind, dass Frauen keine Rechte haben. Und da wird natürlich auch wieder hier Ungleichheit mit Gleichberechtigung, das wird natürlich die ganze Zeit wieder vermischt. Anstatt zu sagen, nein, jeder soll gleichberechtigt sein, jeder soll die gleichen Chancen haben und bla bla bla, was natürlich eine gesunde Einstellung ist. Aber die Hardcore-Radikalfeministen sagen ja, dass alle nicht gleichberechtigt sein sollten, sondern dass alle die gleichen Ergebnisse haben sollen. Das heißt, genauso viele Frauen in die Vorstandsetagen und was weiß ich was, aber natürlich nie bei Drecksjobs, sondern immer nur bei schönen Jobs. Ich will wissen, wie entsteht eine antifeministische Haltung? Während meiner Recherche lasse ich die Aussagen der Frauen von Len Schmid, von Mobirex, vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg einordnen. Aus Angst vor Angriffen möchte Len nicht gezeigt werden. Len ist non-binär. Der Experte oder Ens-Expertin oder die Expertin, das Experte, ist also jetzt Len Schmid von irgendwas und ist selbst non-binär. Das ist so ein bisschen so, als wenn du jetzt Höcke zum Chef des Verfassungsschutzes machen würdest. Das gebe ich zu, das ist ein gefährliches Pflaster. Ja, kleine schamlose Analogie am Rande, Schnappatmungsanalogie. Ja, das ist doch nicht neutral. Wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit, dass da neutrale Aussagen rauskommen und rationale Aussagen? Die erste Frau, die ich treffe, ist Jasmin. Sie ist christliche Influencerin und betreibt den Instagram-Account Liebe zur Bibel. Vor dem Frühstück wird erstmal gebetet. Zwar bete ich mit, fühle mich aber als überzeugte Atheistin komisch dabei. Ja, dann lass es doch, du Schaf. Dann bete doch nicht mit. Ich bin ja selbst Atheist, natürlich würde ich da nicht mitbeten. Was soll das denn? Was soll das denn? Das ist es doch nicht. Auch was für eine Situation. Sie betet dann mit. Also was ein Quatsch. So, let's go. Also bedien dich. Machst du das vor jedem Essen? Ja, also ich... Nicht, wenn ich jetzt ein Brötchen esse, bete ich jetzt nicht jedes Mal davor. Ja, das ist also eine Anti-Brötchen-Feindin. Jasmin ist Mitglied in einer Freikirche in Hamburg. Beruflich ist sie Kommunikationsdesignerin und studiert Theologie. Heute spielt der Glaube die zentrale Rolle in ihrem Leben, erzählt sie mir. Davor sei sie völlig weltlich aufgewachsen und habe dann gemerkt, wie unfrei sie sei. Eigentlich bin ich versklavt und eigentlich suche ich überall in jedem Bereich irgendwie nach Befriedigung oder ja, ich will glücklich werden. Ich lese dann die Bibel und ich lerne, was es heißt, Christ zu sein, indem ich halt Gottes Wort einfach lese und gucke, was sagt Jesus eigentlich in seinem Wort über mich, über... Ja, ist jetzt nicht mein Fall, kann man aber natürlich machen. Über die Rolle der Frau, über das Frausein. Yes. Gut, das ist schon wild, aus der Bibel die Rolle der Frau abzuleiten, das ist schon wild. Jasmin verändert ihr Leben radikal. Hat ein neues Selbstverständnis in ihre Rolle als Frau, ändert ihren Alltag, ihre Lebensziele und auch ihren Kleiderschrank. Kurze Hosen, Crop-Tops, heute ein No-Go. Heute ein No-Go, da kommt hinterher raus, hat sie wohl gar nicht so gesagt. Sie trägt wohl auch kurze Hosen und Crop-Tops, was auch immer das ist. Entscheidet, ob jetzt eine kurze Hose aufreizend ist oder nicht. Okay. Also die Frau hat ja einfach sekundäre Geschlechtsmerkmale, die halt einfach aufreizend auf Männer wirken. Ja, wenn die Frau vernünftig aussieht, hat es auch eine Wirkung. Schamloser Sexist. Mistkerl. Ab in die Hölle mit mir. Also, ja, aber jetzt zum Beispiel, Beine ja. Sind jetzt keine sekundären Geschlechtsmerkmale. Nee. Ja. Nein, aber natürlich ist die Optik ein Element, wenn du vernünftig aussiehst als Frau. Das ist auch so ein Feminismus-Ding oder Hardcore-Feminismus-Ding. Ja, du solltest nackt rumlaufen können und dann gleichzeitig nicht objektifiziert werden. So läuft ja das Männliche und vor allem das... Menschliche Säugetier, nee, andersrum, das menschliche und vor allem das männliche Säugetier nicht. Natürlich, wenn du als Frau aufreizend rumläufst, wirst du natürlich auch als Sexobjekt wahrgenommen. Beziehungsweise du wirst als Frau immer als Sexobjekt wahrgenommen, weil Menschen einfach so sind. Männer werden auch als Success- oder Sexobjekt wahrgenommen, wenn sie attraktiv und interessant sind. Das ist halt die menschliche Natur. Da kann man sich jetzt drüber aufregen und man kann das verleugnen und sagen, nein, es sollte nicht so oberflächlich sein, aber natürlich sind wir eine hochoberflächliche Spezies. Wenn jetzt hier die Aliens, die Hochentwickelten, kommen würden, die würden ja nicht sagen, boah, die sind ja alle wahnsinnig individuell, sondern denen wäre ja auch klar, wie hier das Paarungsverhalten läuft, dass das nach tierischen Mustern abläuft. Das will aber der Radikalfeminismus natürlich nicht wahrhaben, weil dann wären wir ja kein Special Snowflake und ganz, ganz besonders und wunderschön und bla 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 und ganz individuell und bla bla bla, sondern halt einfach eine Ameise auf einem Dreckhaufen. Und so negativ wie das klingt, meine ich das natürlich nicht. Man anzieht und weiß auch, welche Wirkung das erzielt.
Ja, hat sie ja recht. Wie krass sich Jasmin äußerlich in den letzten Monaten verändert hat, wird sie mir später noch zeigen. Nicht nur ihre Rolle als Frau begründet Jasmin mit Bibelversen. Auch ihre Vorstellung einer vermeintlichen natürlichen Geschlechterordnung. Ne, Gott hat für jede Person, für jede Frau, für jeden Mann eine individuelle Berufung. Und ja, Gott hat, du kannst nicht mit Gott argumentieren, du kannst auch nicht mit dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen argumentieren. Das kannst du vielleicht als Meinung hinstellen. Du kannst sagen, meine Meinung ist das Gott und bla bla bla, aber du kannst ja auch schlecht jetzt mit Scientology und was weiß ich was argumentieren. Du könntest vielleicht sagen, in der Bibel steht und Jesus hat vielleicht angeblich gesagt, das finde ich gut, deshalb sehe ich das so, das wäre jetzt was anderes, aber Gott hat ja vorgesehen und hin und her und bla bla bla. Gott ist erstmal eine komplett unbewiesene Hypothese. Das kann ja auch alles totaler Quatsch sein, weiß ja kein Mensch. Deshalb, da kannst du jetzt schlecht ein Weltbild komplett drauf abstellen. Kannst du schon, aber dann musst du eigentlich auch dazu sagen, es kann natürlich auch alles kompletter Quatsch sein. Und dennoch gibt es klare Anweisungen für Frauen und es gibt klare Anweisungen für Männer jetzt mit dem Kleiderschrank. Es gibt auch in der Bibel klare Anweisungen, dass du deine Sklaven schlagen darfst, aber nur so, dass sie nicht innerhalb von 3 Tagen sterben und so weiter und so fort. Also ein moralisches Ding und ein Weltbild aus der Bibel abzuleiten, da musst du so viel Cherrypicking betreiben und so viel Barbarisches überlesen. Da gibt es ja bessere Bücher. Eine extreme Ansicht, finde ich. Leben wir nicht in einem Land, wo jeder alles sein kann? Ja, jeder kann alles sein, nur bitte nicht was anderes als die Radikalfeministen haben wollen. Also du kannst alles sein, aber bitte sei genau das, was wir wollen. Und wenn du das nicht bist, dann gibt's eben Shit, dann wirst du im Internet hier öffentlich verrissen. Du kannst alles sein, aber halt nur das, was wir wollen, bitte. Hier steht zum Beispiel an die Frauen, zu euch Frauen ordnet euch den Männern unter. Das wäre jetzt so eine Anweisung an die Frauen, dass sie sich den Männern unterordnen. Ja, was heißt das? Jetzt muss ja, sie ist ja Journalistin links. Das ist ja eine Dokumentation von uns bezahlt. Also da müssen jetzt die knallharten Rückfragen kommen. Was heißt das genau? Aber genauso krass gibt es dann auch eine Anweisung für die Männer, dass die Männer die Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Sprich, Christus hat sich hingegeben für seine Gemeinde, ist gestorben für seine Gemeinde. Das ist der Auftrag an die Männer, sich so hinzugeben für die Frauen, wie Christus sich hingegeben hat für die Gemeinde. Sie zitiert hier. Ja, was heißt das jetzt konkret? Wie läuft dann so eine Beziehung ab? Kommt natürlich keine Rückfrage. Oder falls sie gekommen ist, wird die nicht gezeigt hier. Und sich den Männern unterordnen, je nachdem, was sie damit meint, ist natürlich auch ein wildes Ding, weil die meisten Männer sind völlig durch den Wind und haben überhaupt keine Ahnung. Die meisten Leute gehören natürlich zur breiten Masse, Männer wie Frauen. Das heißt, du ordnest dich dann jemand unter, der bei einer Straßenumfrage zu so ziemlich jedem Thema absoluten Käse vom Stapel lassen würde und gar keinen Plan von nix hat. Deshalb ist das so eine Sache. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Da müsstest du dir vielleicht einen vernünftigen Mann aussuchen, um dich dem dann unterordnen zu können, der auch in der Lage ist, vernünftige Entscheidungen zu treffen, rational zu denken und so weiter. Das musst du erstmal finden als Frau. Genau andersrum, wenn du sagst, ich ordne mich jetzt den Frauen unter, da müsstest du erstmal eine Frau finden, die halt auch rational ist und so weiter und so fort. Und nicht eine von denen wäre, die bei Straßenumfragen auf der Straße zu so ziemlich jedem Thema, Soziales, Finanzen, Politik, Psychologie und so weiter und so fort. Ja, musst du erstmal jemand finden, der nicht komplett gehirngewaschen ist und zur breiten Masse gehört. Und da könnte man sich dann auch anschließen oder was auch immer da gemeint ist mit unterordnen. Aus dem Brief des Paulus an die Epheser aus dem Neuen Testament. Wie schafft man dann da in der Beziehung oder in der Ehe die Entscheidungsmacht an den Mann abzugeben? Also noch bin ich ja nicht verheiratet. Ja. Man kann es ja erst mal so sehen, wenn man dann irgendwie verheiratet ist. Aber ich würde schon sagen, also ich würde das Prinzip auch in der Ehe leben, weil ich finde es wichtig. Ich glaube, Gottes Prinzipien sind halt wie gesagt allgemein zeitlos gültig. Und würde mich auch dann da unterordnen. Ja, da hatten sie jetzt Entscheidungsmacht an den Mann abgeben. Ja, kommt auf den Mann an, ob das so eine super Idee ist. Die meisten Männer haben ihr Leben selbst nicht im Griff. Stichwort breite Masse. Yes. Wenn du natürlich einen Typ als Frau einen Typ findest, der gute Entscheidungen treffen kann, der sein Leben auf der Kette hat, ja, dann kann man ihn wegen mir mehr entscheiden lassen. Oder wenn die Frau halt fitter ist, dann sagst du als Typ halt, ja, sprichst mit der Frau, lässt sie dann entscheiden. Das ist so eine Sache in der Beziehung, wenn die Frau die ganze Zeit was entscheidet und der Mann keinen Plan hat, das ist oft eine Schieflage in der Beziehung, weil Frauen das gerne haben, dass der Mann auch ein bisschen Plan hat. Deshalb ist das ein bisschen schwieriger. Aber natürlich, wenn deine Frau einen guten IQ hat und gute Entscheidungen
treffen kann, dann solltest du nicht sagen, aber ich bin hier der Herr im Haus und ich treffe jede Entscheidung und dann passiert dauernd Quatsch. Min wirkt als Influencerin und Kleinunternehmerin emanzipiert. Da scheint es widersprüchlich, dass sie sich in einer Beziehung unterordnen würde. Was jetzt was genau nochmal heißt, wurde wieder nicht geklärt. Ein richtig geiles Niveau. Wo kommen bloß all die Dislikes her? Ich glaube nicht, dass eine Frau einfach nur dazu gemacht ist, zu Hause zu sitzen und Kinder zu bekommen, sondern sie hat eine individuelle Berufung von Gott bekommen. So, und das ist bei jeder Frau anders. Natürlich ist die Frau da, um Kinder zu gebären. Der Mann kann keine Kinder gebären. Das ist die Rolle der Frau. Was ist, wenn eine Frau keine Kinder bekommen kann? Ja, dann die biologische Ausnahme. Also, ja, deshalb ist jetzt das ganze Rollenverständnis anders, weil es ein paar Frauen gibt, die leider keine Kinder kriegen können. Das ist schade, das ist nicht schön. Len Schmid vom Demokratie... Und wieder abgewürgt, der Satz. ...Zentrum Mobirex sagt... Es ist eine verbreitete Haltung im Antifeminismus. Jetzt kommt hier Ens Experte Len Schmid, selbst non-binär, also völlig unvoreingenommen bei dem ganzen Kram. Hier wird wahrscheinlich auch nicht beim dritte, vierte Welle Feminismus mitmachen, wahrscheinlich gar nichts damit am Hut, also komplett neutral. Ja, natürlich! In einer natürlichen oder gottgegebenen Geschlechterordnung. Es ist eine verbreitete Haltung im Antifeminismus von einer natürlichen oder gottgegebenen Geschlechterordnung auszugehen. Was heißt das jetzt, natürliche Geschlechterordnung? Was heißt das jetzt? Heißt das von Gott gegeben oder dass es einfach natürlich ist, dass Geschlechter halt unterschiedlich sind im Schnitt? Gott gegeben sehe ich wieder als Quatsch an. Wie gesagt, Gott müsste man erstmal demonstrieren können, bevor man sagt, Gott will dies und das und Gott hat X und Y gesagt. Also sagt wieder gar nichts aus hier. Auszugehen. Wollen wir noch über deine Bücher reden? Ja, können wir gerne machen. Jasmin schreibt seit 3 Jahren Bücher. Zum Beispiel dieses. Wo bleibt eigentlich dein Ehemann? Darin geht sie primär der Frage nach, wie man als Frau das Single-Leben mit einer eigenen Berufung gestalten kann, bevor man schließlich den Ehemann fürs Leben findet. Jo, das werden auch schön gehirngewaschene Bücher sein. Ich habe jetzt nicht reingeguckt, bitte um Verständnis, aber das wird auch ein ziemlicher wilder Murks sein, nehme ich mal an. Aber wir haben ja Meinungsfreiheit und Frauen können ja alles sein in unserer Gesellschaft, nur sie dürfen dann bitte nicht so wie sie sein, sondern sie müssen natürlich Hardcore-Feministinnen sein, FeministInnen. Ich versuche den Frauen Identität mitzugeben oder Identität zuzusprechen, wo Jesus sie zuspricht. Zum Beispiel, hey, du bist erwählt, du bist heilig geliebt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, sprich, dein Körper ist Gott wichtig. Ich muss mich als Frau... Dein Körper ist Gott wichtig. Ist jetzt gar nicht mein Fall, aber Meinungssache. Deren Meinung kann man sein. Wenn die Bücher euch helfen, zieht's euch rein. Ich sag nur, passt auf. Ja, Buch schreiben kann fast jeder und es macht auch mittlerweile fast jeder. Ist die Frage, ob das alles funktioniert. Wenn das für euch funktioniert, dann knock yourself out. Why not? Jetzt nicht nur die ganze Zeit auf meinen Partner konzentrieren und hier zu Hause sitzen und weinen, wann kommt er endlich mein Ehemann, sondern ich kann mich darauf vorbereiten, die Ehefrau zu sein, die ich sein möchte nachher. Ehe ist sowieso zu überdenken, ob das vielleicht so das geilste Konzept ist. Ein anderes Buch trägt den Titel Jesus und Gender. In der Inhaltsbeschreibung schreibt sie, dass ihr Buch unverzichtbar sei für Eltern, denn die Gender-Ideologie würde Gedanken und Weltanschauungen von Kindern pervertieren. Da stimme ich durchaus zu. Guckt euch den extrem rechtsradikalen Twitter- oder Ex-Account namens Lips of TikTok an. Da wird so die ganze radikal-feministische Hardcore-Bubble ordentlich auseinandergenommen. Und wie wird das auseinandergenommen? Es wird einfach nur gezeigt, was da in Amerika los ist, was bei uns immer mehr auch los ist und hier rüber schwappt. Da wird praktisch der Hardcore-Feminismus, der dritte und vierte Welle-Feminismus, was da für Auswüchse mit drin sind, mit All Men Are Trash und We're Coming For Your Children. Also wir holen uns eure Kinder, wir schnappen uns eure Kinder. Dass dann zum Beispiel auch Drag-Shows für Kinder veranstaltet werden, ja, dass da die Drag Queens da halbnackt da rumspringen, also halbnackte Männer springen da vor Kindern rum und so weiter und so fort, was absolut verstörend auch ist. Wenn das damit gemeint ist, dass das die Kinder verstört oder pervertiert und so weiter, dann sehe ich das genauso. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt Transgender, ich fühle mich im falschen Körper geboren und ich fühle mich jetzt einfach so, dann ist das was anderes, dann pervertiert das jetzt keine Kinder. Wenn aber natürlich jemand sagt, ich fühle mich jetzt im falschen Körper geboren, deshalb bin ich jetzt auf einmal der andere Körper,
auf biologischer Ebene auch, ich bin das jetzt, das ist dann natürlich schon eine wildere Aussage, die man ja nochmal unter die Lupe nehmen müsste, kommen wir noch zu. Im Buch vertritt sie eine binäre Geschlechterordnung, sagt, es gäbe nur männlich und weiblich. Mit ihren Worten leugnet... Nein, das stimmt nicht, es gibt ja noch divers, das ist aber natürlich kein neues Geschlecht. Es gibt ja manchmal Leute, die sind jetzt nicht 100% eindeutig männlich oder weiblich zuzuordnen. Also ein bisschen Mischmasch drin. Selten auch so, dass es wirklich 50-50 ist. Halb Mann, halb Frau. Meistens ist es trotzdem sehr deutlich in eine Richtung. Aber das gibt es ab und zu mal divers. Sehr, sehr, sehr gering natürlich. Und deshalb gibt es dann männlich, weiblich, divers. Aber natürlich ist das jetzt kein drittes Geschlecht, sondern es ist eher eine seltene Ausnahme. Eine Anomalie, so ein bisschen wie wir es hatten mit, ja, es gibt halt auch Frauen, die können keine Kinder kriegen. Gibt's halt. Aber deshalb ist es ja jetzt kein drittes Geschlecht. Und wenn jetzt noch ein viertes dazu kommen würde, es gibt ja hunderte, Entschuldigung, ja, aber wenn jetzt ein viertes Geschlecht noch dazu kommen würde, dann könnte jetzt nicht das dritte mit dem vierten Geschlecht nur Kinder zeugen und Nachkommen zeugen und das erste mit dem zweiten, also Männer mit Frauen. Es ist ja eine Anomalie. Passiert halt ab und zu, aber deshalb ist es jetzt kein drittes Geschlecht. Ja, wenn jetzt ab und zu Menschen existieren, die 11 Finger haben, dann ist sie jetzt keine neue Rasse, nur weil einer mal halt einen Finger zu viel oder zu wenig hat. Mit Jasmin die Existenz von Transmenschen. Rasse, jetzt hat er Rasse gesagt. Prügel Insektorio für diese Unverschämtheit. Au! Jetzt mal nur Beispiel Intersexualität. Wenn sich Menschen, also aus biologischen Gründen, jetzt nicht einem Geschlecht zuordnen lassen. Was ist da die Antwort auf jungen Mädchen? Ich kann da gerade viel zu... Das ist halt eine Anomalie. Deshalb ist es ja kein drittes Geschlecht jetzt auf einmal. Du bist ja kein neues Geschlecht. Zu wenig zu sagen, weil ich in dem Thema noch nicht so drin bin. Und dann bin ich lieber vorsichtig, irgendwas dazu zu sagen. Deswegen sage ich, also, ich habe. Ja, wenn du ein Buch zum Thema Gender schreibst, solltest du vielleicht mal drüber nachgedacht haben. Trotzdem finde ich es gut, wenn sie da jetzt keinen Plan von hat, dass sie das jetzt dann auch zugibt. Mich damit zu wenig auseinandergesetzt. Ja. Mich erschreckt es, dass Jasmin ein Buch über Geschlechter schreibt, ohne sich mit dem Thema offensichtlich näher beschäftigt zu haben. Ja, aber da meint sie natürlich, ja, Mädchen, du weißt ja gar nicht, dass es 100 Geschlechter gibt. Auf dem Weg in die Stadt zeigt sie mir noch Bilder von ihrem früheren Ich. Krass. Was bin ich? Also würde ich jetzt so, vielleicht im Urlaub, ich weiß nicht, also nee, also ich würde jetzt hier so jetzt nicht rumlaufen, auf jeden Fall. Ja, da hat sie gesagt, ich würde jetzt hier so nicht rumlaufen, in der Stadt, ist wahrscheinlich damit gemeint. Ja, sie sagt aber dann hinterher in den anderen Videos, dass sie durchaus auch noch, ist das ein Crop-Top? Ich weiß es nicht, dass sie doch kurze Hosen trägt und so weiter. Ist da auch scheißegal. Vermisst du es ein bisschen? Nein. Gar nicht? Nee. Also ich habe mein Leben da so gelebt so, und ich sehe das und denke mir so, ja, okay, krass, du hast halt ein altes Leben gehabt und ich bin froh, dass Jesus mich da rausgezogen hat. Ja, dass Jesus mich da rausgezogen hat, ganz normal angezogen, ganz normale Hose und einen Top an. Macht nicht so ein Theater um alles. Ausgenommen hat, ehrlich gesagt. Meint so, ich wäre da frei gewesen, so, ich kleide mich, wie ich will, ich feiere mein Leben, so wie ich will. Ich war nicht frei. Ich war einfach auf der Suche nach Liebe. Jasmin ist hier mit ihrer Freundin Lina verabredet. Vor ein paar Jahren hätte sich Lina noch als Feministin bezeichnet. In der Uni lernt sie Jasmin kennen und vollzieht einen kompletten Lebenswandel. Ich war richtig krass in der feministischen Richtung, sage ich mal, unterwegs. Also, weil ich habe schon echt auch so einen Hass gegen Männer gehabt, so ein bisschen. Ein Hass gegen Männer? Wie kann das denn sein, wo der Feminismus doch so positiv ist? Ja, natürlich meint sie wieder dritte, vierte Welle, radikal, hardcore Feminismus. Natürlich sind das größtenteils MännerhasserInnen. Und mich einfach so doll auch unterdrückt gefühlt, was, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet ist, wie in der Gesellschaft mit dem Thema Feminismus umgegangen wird. Mein Denken wurde... Genau, Frauen sind alle so hardcore unterdrückt. Du kannst keine Bundeskanzlerin oder Außenministerin werden. Es geht alles nicht. Du bist wirklich hardcore unterdrückt. Du kannst kein Unternehmen gründen. Jeder hält dich davon ab. Das Patriarchat. Du kannst ja gar nichts machen, obwohl du strong und brave und independent und immer wunderbar und ein Kick-Ass-Girlboss bist. Patriarchat unterdrückt's halt. Pech gehabt, liebe Frauen. Schachmatt. Wurde so irgendwie umgepolt von Gott, dass Feminismus nicht bedeutet, mich irgendwie für Rechte einzusetzen, von denen ich glaube, dass ich sie nicht habe, obwohl ich sie vielleicht eigentlich habe. Ja, hat sie recht, außer von Gott umgepolt. Ja, ich wurde vom rosa Einhorn umgepolt. Das vielleicht existiert, vielleicht aber auch nicht. Stattdessen sich vielleicht einfach mal damit auseinanderzusetzen, was Gott denn eigentlich gedacht hat, was
meine Rolle als Frau ist und mich darin auch einfach mich anlehnen zu dürfen. Oder halt mal selbst denken und eine eigene Rolle für euch zusammenschustern. Die sind dann von einer Ideologie in die nächste halt reingerutscht, wie das oft so ist. Von einer Feministin zur Antifeministin. Ja, jetzt ist sie Antifeministin. Jetzt ist sie also Frauenhasserin und was weiß ich was. Was ist denn daran jetzt antifeministisch gewesen? Sie ist Anti-Hardcore-Feministin. Ja. Und jeder, der nicht Anti-Hardcore-Feminist ist, hat auch nicht alle Latten am Zaun heutzutage. Guckt euch Lips auf TikTok an, auf Twitter. Lina. Oder auf X, wie es mittlerweile heißt. Ja, natürlich sind das Hardcore abgereiste Leute im dritte, vierte Welle Feminismus. Was da ein Scheiß gelabert wird und für kranke Ideologien auch verbreitet wird, nicht alles, aber teilweise und größtenteils und bla bla bla. Ja, müsste ich mir den Einzelfall dann nochmal angucken. Hast du dich schon distanziert? Aber natürlich ist das okay, gegen völlig durchgeknallte Ideologien zu sein und zu sagen, es ist doch nicht normal, wie die erste Tante da eben gesagt hat, mir gehen diese ganzen Debatten so auf den Senkel. Diese Hardcore-Feminismus-Debatten. Erzählt, dass sie nach ihrem Wandel einen Großteil ihres Freundeskreises zurückgelassen hat. Mädelsabende, an denen über Sex oder Partyerlebnisse gesprochen wird, kann sie sich nicht mehr vorstellen. Geschmackssache. Muss man das jetzt machen? Muss man das toll finden? Finde ich ein bisschen übertrieben. Quatsch doch über Sex oder Partyerlebnisse. Stirbt jetzt keiner von. Früher habe ich immer gesagt, dass ich keine Kinder will, dass ich Karriere machen will, weil es ja wohl nicht sein kann, dass Frauen immer seit Anbeginn der Zeit zu Hause sitzen und ihre Kinder, weiß ich nicht, was auch immer. Und das Hausfrauenbild ist ja auch einfach total schlecht dargestellt in unserer, also so empfinde ich das zumindest. Ich will ja, stimmt, vom Radikalfeminismus, da ist das Hausfrauenbild absolut verpönt. Einfach wirklich will eine Familie und ich will ja Kinder und dieses ganze Denken, was eine Frau ist. Also früher war es so, bloß nicht in Schubladen denken. Ja. Und heute zu sagen, ja, eine Frau gebiert. Finde ich beklemmend. Ja, eine Frau bekommt Kinder, finde ich beklemmend. Ja, da haben wir es ja wieder. Die Mutterrolle ist beklemmend. Aber eine Frau, wir leben doch in einer Gesellschaft, in der Frauen alles sein können, was sie wollen. Nur halt, wenn du dann Mutter sein willst und Kinder haben willst, jetzt keinen Bock hast zu arbeiten den ganzen Tag. Das ist dann beklemmend. Feminismus hat Jahrzehnte gekämpft, dass Frauen nicht mehr auf diese eine Rolle reduziert werden. Sagt sie ja gar nicht. Sie sagt ja nur, ich habe Bock, Mutter zu werden und auf die Rolle reduziert. Ist das jetzt so schlimm, Mutter zu sein oder was? Ist das jetzt so negativ? Ist doch in Ordnung. Wäre jetzt als Frau, glaube ich, auch nicht mein Ding. Also wie wäre ich als Frau, schwer zu sagen. Wäre jetzt auch nicht mein Ding, auch sich da vom Mann dann finanziell relativ abhängig machen, bin ich selbst kein großer Fan von, aber muss ich ja auch nicht sein. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Auf Social Media finde ich auch Videos von einer Userin namens der Äquallist. Jetzt kommt Hitty 2.0. Total normale Frau, zumindest was ich danach in den Videos gesehen habe. Die ist jetzt auch natürlich Hardcore-Antifeminist und es wird ja die ganze Zeit hier schon rechtes Brückennarrativ. Das haben sie bisher ganz clever gemacht, dass es nur so kurz gezeigt wurde, aber so ist ja schon exzellentes GZ-Framing wieder mit drin, dass alles direkt rechts ist. Während ihr Account auf YouTube noch aktiv ist, wurde ihr Profil auf TikTok mittlerweile gesperrt. Dennoch ja, ein bisschen Framing mit rein. Teilt sie weiter ihre Meinung zu gesellschaftlichen Problemen und führt diese zurück auf eine neue Form der Weiblichkeit. Auch andere Frauen teilen diese Meinung in Reaction-Videos. Aber wisst ihr, was wirklich ist? Die steigende Zahl von mentalen Krankheiten, geschiedenen Familien, Problemkinder, Depressionen und so weiter. Und nein, daran ist nicht das böse Patriarchat schuld. Und auch nicht Männlichkeit. Es ist der Aufstieg der toxischen Weiblichkeit. Würde ich das jetzt 1:1 so unterschreiben? Nein, aber ja, natürlich gibt es auch den Aufstieg der toxischen Weiblichkeit, klar. Ja, diese ganze Hardcore-Ideologie eben, Hardcore-Feminismus. Hinter der Äquallist steckt die 22-jährige Marxaline Schiffer. Wir treffen sie im Wald in der Nähe ihres Heimatortes. Aus Angst vor Hatern will sie nicht, dass man weiß, wo sie wohnt. Ich konfrontiere sie mit ihrer Aussage, dass toxische Weiblichkeit der Grund für Depressionen, Scheidungen und Problemkindern sei. Wie kannst du denn für dich diese Kausalität einfach auf diesen Punkt toxische Weiblichkeit zurückführen? Ja, das war mal eine vernünftige Frage. Ich würde sagen, das ist einer der Punkte und das ist 1,5 Jahre her, das Video. Ich würde das jetzt ein bisschen anders sehen. Es gibt natürlich noch andere Faktoren.
im Endeffekt geht es halt um so Kleinigkeiten, die sich aber durch ein gesellschaftliches Konstrukt erklären lassen. Zum Beispiel, man verdient im selben Job mehr. Sie erklärt mir, dass der Gender Pay Gap nur darauf zurückzuführen sei, dass Männer ohne Elternzeit mehr arbeiten. Hat sie, glaube ich, nicht gesagt. Ich glaube, sie zeigt das in ihrem Video, dass sie es ausführlich erklärt hat, warum der Gender Pay Gap Schwachsinn ist. Oder ein paar Prozent hatten wir schon in mehreren Videos auch. Ja, es gibt ein paar Prozent Unterschied, aber nicht die 77 Cent für den Dollar, wie immer von Hardcore-feministischer Seite auch heute noch geschwätzt wird. Sie versteht es nicht so noch, was jetzt dauernd wieder passiert ist. Sie sagt einen halben Satz und dann wird der Sound weggeblendet und sie erklärt dann, was sie angeblich gesagt hat oder nicht gesagt hat. Deshalb sieht es hier auch so aus, wie es aussieht. Ihr seht es in meinem Gesicht. Es fällt mir schwer, ihr zu folgen. Und wenn man halt dann hingeht und sagt so, ja, Frauen wurden die ganze Zeit unterdrückt und jetzt kriegen die hier nicht genug Gehalt. Das ist ja erstmal eine Beobachtung der Tatsachen, aber du weißt halt nicht, warum das so ist zum Beispiel. Und das ist halt eine toxische Seite von Feminismus, die ich halt sehe. Laut dem Statistischen Bundesamt ist der Gender Pay Gap bedingt von sehr vielen Faktoren. Teilzeitarbeit aufgrund von Mutterschaft ist einer davon. Dass diese Ungleichbehandlung jedoch zu toxischer Weiblichkeit und das wiederum zu mehr Depressionen führt, scheint wenig plausibel. Hat sie das so gesagt? Weiß ich nicht. Aber ja, natürlich gibt es auch toxische Weiblichkeit mittlerweile. Ja, dieser Scheißbegriff toxische Männlichkeit, toxische Weiblichkeit. Ja, aber natürlich gibt es abgereiste Hardcore-Feministinnen, die Hardcore-Männerhasserinnen dann auch sind. Und Feinde der Realität auch. Ich habe mich selber... Ja, Biologie, Realität ist ja jetzt alles rechts und was weiß ich was. Als feministisch gesehen, weil ne, als Frau, natürlich bist du für Frauenrechte erstmal. Aber wenn man halt auch ein bisschen so in der Social-Media-Welt ist und da ja, sich die Sachen anguckt, dann merkt man halt, also das ist total komisch. Die Leute repräsentieren das nicht so, wie ich das verstanden habe. Ja, das sagt's doch. Gleichberechtigung und so weiter ist okay, erklärt sie dann in ihren Videos noch. Aber natürlich ist der Feminismus, die damaligen Ideen, das ist mittlerweile sowas von übers Ziel hinausgeschossen mit dem Hardcore-Feminismus. Genau sie es versteht, kann sie mir allerdings nicht sagen. Das ist eine Lüge, sagt sie dann in ihrem Video dazu. Und sie hat dann, sie hat auch mitgeschnitten, was sie da gelabert hat. Und da drückt sie sich aber sehr wirr aus. Da labert sie hin und her und links und rechts und oben und unten. Da versteht man es nicht so richtig. Aber wenn man es so genau aus den Zeilen rausliest, versteht man dann, dass sie sagt, ja, mich nervt eben der aktuelle Feminismus, weil er nicht einfach nur Gleichberechtigung beinhaltet oder anstrebt, sondern total durchgeknallt ist. Ihrer Meinung nach haben wir in Deutschland das Patriarchat schon lange hinter uns gelassen. Frauen hätten hier schon lange die gleichen Rechte wie Männer. Nein, du wirst ja hardcore unterdrückt. Kannst keine Jobs kriegen und bla bla bla. Sie ist genervt von der Opferrolle, in die sich Frauen selbstständig stecken würden. Ja, was passiert denn, wenn du immer sagst, wir sind hier im Patriarchat und unterdrückt? Das ist doch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und guck dir die Nachbarin an, die das nicht so denkt, die macht dann einfach ihr Ding, lebt ihr Leben, kann dann auch ein erfolgreiches Unternehmen gründen, in die Politik aufsteigen und so weiter und so fort. Dieses Opfergelaber die ganze Zeit. Ja, hört ihr Männer die ganze Zeit jammern, wir sind Kanalarbeiter, wir müssen in den Krieg. Das wäre ja wirklich was, wo man auch mal jammern kann. Das wäre so, als wenn ich jetzt sage, genau, ich arbeite nicht im Kanal oder springe im Krieg rum. Das wäre, als wenn ich jetzt, privilegiert wie ich bin, hock hier im Büro, ja, das wäre, als wenn ich jetzt sagen würde, wir werden so unterdrückt, ich werde so unterdrückt, ich hab's schwer, weil im Krieg gestorben und Kanalarbeiter und was weiß ich was. Nein, nein. Und so ist es doch auch hier für JournalistInnen total privilegiert, können machen, was sie wollen, können erfolgreich werden, wie sie wollen, können in die Politik, können überall hin. Keiner hält dich davon ab, erfolgreich zu werden. Wir laufen gerade übrigens zu Max Halines Lieblingsplatz. Was löst der Wald bei dir aus? Ich mag das halt einfach. Ich mag halt nicht so menschengemachte Umgebungen. Ja, sie war offensichtlich noch nie im Wald. Für ihre krassen Aussagen im Internet erntet sie viel Hass. Welche krassen Aussagen? Auch denen sieht sie als eine Folge von toxischer Weiblichkeit und Feminismus. In einem Video auf YouTube hat sie einige Reaktionen zusammengeschnitten. Sie bekommt Kommentare wie, du sollst dich umbringen.
Stirb. Stirb einfach. Und das sage ich nochmal mit Liebe vom Herzen. Ja. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das ist nicht alles. Okay? Trotz brutalen Hassreaktionen macht sie weiter. Mein Eindruck ist, Maxaline ist Teil einer Online-Bubble, in der viel Hass herrscht. Und ich habe eine Menge verrückter Scheiße in meiner Zeit gesehen, aber ich abmann. Das ist der Oberknaller. Also sie kriegt Hass von wahrscheinlich Hardcore-FeministInnen. Und deshalb ist sie jetzt in einer Bubble, in der viel Hass herrscht. Sie bekommt ja den Hass von den Feministen. Was ein Framing, völlig zu Recht auf die Mütze bekommen. Und die Leute wachen, hoffe ich zumindest, habe ich teilweise den Eindruck, dass die Leute, deshalb war das auch gut hier, diese Dokumentation, weil die Leute dann immer mehr aufwachen und raffen, was hier teilweise von Funk ein Quatsch veröffentlicht wird. Und was ein Framing immer dabei ist. Sie ist in einer Bubble, wo Hass ist, weil sie Morddrohungen von irgendwelchen Hardcore-Radikalfeministen bekommt. Der Begriff Feminismus oft als Kampfbegriff für Männerhass missbraucht wird. Während meiner Recherche richtet die Amadeo-Antonio-Stiftung eine Meldestelle für Antifeminismus ein. Hier treffe ich die Leiterin Judith Rahner. Die Stiftung macht Bildungsarbeit und klärt über Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auf. Antifeministische Vorfälle kann man auf der Website der Stiftung melden. Da gibt es jetzt also die Verpetzer-Stiftung oder Meldestelle sozusagen. Körperliche Antifeministische Vorfälle können da gemeldet werden. Wenn du Hardcore-Radikalfeministin bist, dritte, vierte Welle Feminismus, dann ist für dich alles, was nicht linksradikal ist, ist für dich dann rechts- und antifeministisch. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, Männer und Frauen flirten ist sowas Nettes, zack, antifeministisch. Und das ist wieder gefährlich, weil Leute, die dann wirklich Frauenhasser sind oder wirklich rechtsradikal, das wird ja alles verwässert. Weil wenn jeder rechtsradikal ist, dann ist es irgendwann keiner mehr. Du kannst ja nichts mehr erkennen, du kannst dann irgendwann nichts mehr ernst nehmen. Deshalb ist das brandgefährlich, jetzt jeden als Frauenhasser und was weiß ich was anzusehen, der ganz normale Aussagen größtenteils tätigt. Äußerungen wie die von den Frauen in diesem Film. Ja, Äußerungen von Frauen wie die in diesem Film. Das muss jetzt gemeldet werden, was die Leute hier sagen. Was passiert da mit den Meldungen? Also es sind bisher tatsächlich hunderte Meldungen eingegangen. Wenn wir diese Fälle alle anonymisiert haben, dann werden wir das in einer Chronik veröffentlichen. Hunderte Meldungen, also fast gar nichts, obwohl es lauter durchgeknallte Leute gibt. Weil der Sinn ja dieser Meldestelle auch ist, die Systematik und die Zahl an Angriffen einfach mal öffentlich sichtbar zu machen. An Angriffen. Wie gesagt, mein Video würde jetzt von Hardcore-Feministen, wenn die das hier sehen, durchaus auch gemeldet werden. Warum? Ja, weil es halt nicht linksradikal ist. Weil es halt so lecker ist. Die Amadeo-Antonio-Stiftung will auch herausfinden, ob antifeministische Haltungen Einzelfälle sind oder Menschen sich vernetzen und organisiert sind. Laut Judith Rahner würden viele antifeministische Vorfälle bisher nicht angezeigt, weil sie unterhalb der Strafbarkeitsgrenze lägen. Antifeminismus ist ja kein Straftatbestand. Ist da irgendwie, also hat da die Politik was versäumt oder wie ist da Ihre Meinung dazu? Ja, das sollte auf jeden Fall verboten werden. So ein Video wie meins hier, das ist ja hochgradig antifeministisch, das sollte auf jeden Fall unter Strafe gestellt und verboten werden. Genau, Antifeminismus ist kein Straftatbestand. Deutschland ist sehr statistikgläubig. Alles, was nicht. Was heißt denn wieder Antifeminismus? Wird wieder auch nicht definiert. Es ist ein einziges Chaos. Wenn nach Statistik abbildbar ist, findet auch nicht statt. Das will die Stiftung ändern. Die Meldestelle soll dieses Dunkelfeld abbilden. Als die Meldestelle im Februar online geht, schlägt der Amadeo-Antonio-Stiftung massive Kritik entgegen. Auf Twitter fallen Stasi-Vergleiche. Warum fallen denn da Stasi-Vergleiche? Die Gründerin war das, glaube ich, die Janeta Kahane, der Amadeo-Antonio-Stiftung, war auch Stasi-Mitarbeiterin. Ich zeige Judith Rahner ein Format, das ich auf TikTok gesehen habe. Es heißt, wir klären das. Finanziert von einem Verein, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft, namens 1%. Und die haben euch einen extra TikTok gewidmet. Wer oder was ist die Amadeo-Antonio-Stiftung nochmal? Als Ziel gibt die Organisation selbst die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft an. Die Tante kenne ich zum Beispiel nicht, weiß ich jetzt nicht,
wie die drauf ist oder nicht. Was hat sie am Anfang gesagt? Feminismus hat sich radikalisiert während der totalen Gleichberechtigung. Das hat auf jeden Fall gestimmt. Und wendet sich gegen deren Gegner, nämlich angeblichen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Es geht darum, alle rechten oder konservativen Positionen unter Beschuss zu nehmen und den Korridor des Sagbaren kleiner zu machen. Hat sie durchaus recht, ja. So wird alles Nicht-Linke kriminalisiert, ohne dass Gesetze geändert werden müssten. Ja, ist was dran. Ja, wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich der sonst überall zustimme, aber da ist auf jeden Fall was dran. Wie ich es eben gesagt habe, wenn du jetzt nicht direkt hardcore links bist, dann bist du auch nicht rechts oder konservativ, nein, dann bist du rechtsradikal direkt. Das, was praktisch früher völlig normal war, ist jetzt größtenteils rechtsradikal. Und wie gesagt, du erkennst dann die wirklich gefährlichen Leute nicht, weil es keiner mehr ernst nehmen kann. Wer oder was ist die Amadeo? Ja, habt ihr solche Seiten auch auf dem Schirm und was würdest du ihr sagen? Da stimmt natürlich ganz viel dran. Das ist ja jetzt erstmal auch Fakt. Wir werden von Bundesfamilienministerium mit Sachen gefördert. Manchmal ist es ja nur ein kleines Wort, was dann da, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, angeblichen Antisemitismus, ja. Angeblichen Rassismus und so weiter. Und da zeigt sich schon so Relativierung von gesellschaftlichen Problemlagen, wo die Rechtsextremen natürlich kein Interesse dran haben, was die auch einfach nicht sehen. Hat sie wieder Recht und Unrecht. Natürlich muss man da gucken, ob die Leute nur schön labern und aber dann wirklich gefährlich sind. Natürlich muss man das gucken. Aber, habe ich ja eben auch gesagt, natürlich ist von linksradikaler Seite aus auch alles direkt immer rechtsradikal. Und dann wirst du gecancelt für völlig normale Aussagen, wo ich sage, jetzt bleibt doch mal auf dem Teppich, Leute. Und alles, was sie dann am Ende sagt, ist totaler Quark, ja? Also, dass wir irgendwie alles, was nicht links ist, irgendwie diffamieren würden oder was weiß ich, was sie da sagt. Das weiß ich nicht, ob das diese Stiftung selbst macht, aber natürlich die Meldungen, die da eingegangen sind, das ist jetzt antifeministisch und rechtsradikal und was weiß ich was, da wird auch eine Menge Pillepalle dabei sein, wo jeder normale Mensch sagt, das ist doch nicht rechtsradikal, meldet doch nicht so einen Quatsch. Und nur das Rechte, das stimmt einfach nicht. Die Tatsache, dass es jetzt eine Meldung... Habe ich nicht groß recherchiert, ob hier die Amadeo-Antonio-Stiftung, ob das ein vernünftiger Laden ist oder eher nicht. Ja, wer da was weiß, gerne reinposten, habe ich nicht großartig recherchiert. Die Tatsache, dass es jetzt eine Meldestelle für Antifeminismus gibt, zeigt zumindest die Aktualität dieses Themas. Tatsache, dass es eine Meldestelle gibt. Das heißt ja nicht, dass die Meldestelle sinnvoll ist. Die Meldestelle kann ja auch dazu da sein, um halt rechte Meinungen nach und nach einzudämmen oder als rechtsradikal zu dämonisieren. Kann ja theoretisch auch sein. Seid doch nicht so naiv, als ob sowas nicht theoretisch geben könnte. Genau dieses Phänomen untersucht die Soziologin Mareike Bauer. Dass auch Frauen gegen Frauen hetzen, ist für sie keine neue Entwicklung. Hetzen? Jetzt haben die Frauen, die hier bisher drin waren, die haben jetzt gegen Frauen gehetzt. In Krisenzeiten erhält die Ideologie jedoch neuen Aufschwung, sagt sie. Hast du das Gefühl, dass Antifeminismus eine Gefahr für die Demokratie darstellt? Ja, ich würde sagen, es stellt eine Gefahr für die Demokratie dar, weil es eben ja quasi entgegen demokratischer Ziele, wie zum Beispiel der Gleichstellung von Geschlechtern wirkt. Der Gleichstellung, da haben wir es wieder. Gleichberechtigung ist sinnvoll, natürlich. Gleichstellung ist krank und führt zu Sodom und Gomorra. Und es wird auch niemals Gleichstellung bei Bauarbeitern und Müllabfuhr und was weiß ich für Drecksjobs gefordert. Überraschung. Also es ist ganz klar reaktionär und antidemokratisch. Es wirkt gegen bisherige feministische und queere Bewegungen und deren Erfolge. Es ist ganz klar auch... Ja, also wenn jetzt den Hardcore-Dritte Welle... Feminismus und vierte Welle Feminismus kritisierst, dann bist du rechts. Und rechts heißt automatisch rechtsradikal und Antifeminist. Du bist dann ein Frauenhasser. Wenn du sagst, Leute, bleibt doch mal auf dem Teppich, bleibt doch mal logisch und rational in der Birne. Seid nicht komplett ideologisch verblendet, nach ganz, ganz, ganz weit links außen. Menschenfeindlich und ausgrenzend. Das Gefährliche ist, wenn wir uns so Online-Inhalte anschauen, dass es eben sehr subtil passiert. Also das sehen wir ganz klassisch bei den typischen Tradwives, ne? Also Traditional Wives. Tradwives, also Frauen, die das traditionelle Rollenbild glorifizieren. Das ist auf den ersten Blick kein besonders gefährlicher Inhalt. Und oft wird dieses antifeministische Element da auch sehr subtil eigentlich erst das zum Vorschein. Ist jetzt antifeministisch, wenn du sagst, es ist schön, daheim zu bleiben und Mutter zu sein.
gibt sicherlich auch Influencer, die da hintenrum dann irgendwelche wilden Ansichten haben, aber alles Traditionelle ist jetzt, wie gesagt, Feinde der Demokratie und was weiß ich was. Frauenhass. Auch der niedersächsische Verfassungsschutz beobachtet schon 2022 das Phänomen Antifeminismus. Er sieht Antifeminismus im Zusammenhang mit extremistischen Bestrebungen und schreibt im Verfassungsschutzbericht: Insgesamt ist ein tradiertes, rückwärtsgewandtes Frauenbild im Rechtsextremismus vorherrschend, aus welchem sich ein entschiedener Antifeminismus ableitet. Ja, da würde ich sogar klar, wenn du jetzt wirklich rechtsextrem bist, dann bist du wahrscheinlich auch kein Frauenfreund, dann bist du ein Frauenhasser, dann bist du generell nicht ganz dicht in der Birne, wenn du richtig schön rechtsextrem bist. Und dann bist du auch Antifeminist, dann passt das Wort wahrscheinlich auch, dass du wirklich gegen Frauenrechte, gegen Gleichberechtigung und so weiter bist. Dann wird das passen. Aber was hat das jetzt mit den Leuten in dieser Doku zu tun, die einfach nur gesagt haben, der Feminismus übertreibt es ja mittlerweile hardcore. Da ist ja nichts mehr von übrig, von angenehmem, sinnvollem, positivem Feminismus, sondern total durchgeknallte Leute. Das heißt, es gibt Schnittmengen zwischen Rechtsextremismus und Antifeminismus. Bisher steht jedoch Antifeminismus von Männern im Fokus. Antifeministische Haltungen von Frauen werden bislang nicht besonders beobachtet. Bei Maxaline finde ich keine solchen Verknüpfungen. Jasmin aber veröffentlicht regelmäßig, ja, immerhin hat sie gesagt, finde ich keine solche Verknüpfungen, Videos mit rechten YouTubern wie der Ketzer der Neuzeit und ein Golan. Herzlich willkommen in Talk hinten im Bus im Volkswagen. Ja, haben noch mal Abschluss. Der YouTuber Ketzer der Neuzeit stürmt am 13.06. eine queere Lesung in München. Auf seinem Kanal bei YouTube zeigt er, wie er versucht, sich Zugang zur Veranstaltung zu verschaffen. Ich komme hier nicht durch. Oh, okay, das war meine Frage. Bei der Polizistin hat mir das gesagt. Aber okay. Was ist denn mit dir? Ah, Knie in die Eier gerade übrigens. Was hast du denn nicht verstanden? Und das nur, weil ich denke, es gibt zwei Geschlechter. Ja, das Gedankenverbrechen der zwei Geschlechter, die sind mir aber teilweise auch ein bisschen wild. Das ist so typisch, ja. Wie soll man sagen? Typisch konservativ aus Amerika übernommen. Kann ich auch nicht so einschätzen, 100%. Aber ja, was ein Gedankenverbrechung. Es gäbe angeblich zwei Geschlechter. Ansonsten kann ich da nichts groß zu sagen. Nicht viele Inhalte gesehen, ab und zu mal was gesehen. Bisschen auf Drama aus und halt so das, ja, alles so ein bisschen klischeehaft. Aber hier und da auch ganz interessante Umfragen schon gehabt in Sachen, ja, Woker, Hardcore-Ideologie. Ich frage Mareike Bauer, wie sie diese Verbindung einschätzt. Da schlägt sich so ein bisschen die Brücke. Und da sehen wir auch ganz eindeutig, dass Antifeminismus als Brückennarrativ wirken kann zwischen verschiedenen Ideologien und verschiedenen Weltanschauungen. Weil ja, es kann als Brückennarrativ, aber deshalb ist ja jetzt nicht jeder, der normal in der Birne ist, direkt wieder rechts und was weiß ich was. Weil Ketzer der Neuzeit zum Beispiel ja ein sehr rechtsoffener Influencer ist. Rechtsoffen heißt jetzt rechtsradikal. Ihr wisst ja, was los ist. Antifeminismus als Brücke zu rechten Ideologien? Ob das den Frauen mit ihren Aussagen überhaupt immer bewusst ist? Die dritte Frau, die ich für diesen Film treffe, ist Mia. Auch sie ist mir auf Instagram aufgefallen. Von rechten Ideologien distanziert sie sich. Aber auch ihre Ansichten finde ich ziemlich krass. Ich bin heutzutage auf gar keinen Fall eine Feministin. Sie fühlt sich vom Feminismus diskriminiert. Findet, dass er Frauen die Identität raubt. Der Feminismus, der wirft ja gerade die Frage in der Gesellschaft auf, was ist überhaupt eine Frau? Eine Frau ist für mich eine Person, die mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wird und auch die passenden Chromosome dazu hat. Das ist für mich eine Frau. Mia ist Pastorin. Also doch rechtsradikal. Pastorin, Mitglied einer Freikirche und Mutter. Oder hat sie ja recht, der Feminismus, der Hardcore-Feminismus kann mittlerweile das Wort Frau nicht mehr definieren. Ja, eine Frau ist jemand, der sich weiblich gelesen fühlt und als Frau identifiziert, was ein Zirkelschluss natürlich ist. Sie jedoch unabhängig von ihrem Glauben begründen. Früher sei sie Feministin gewesen. Ursprüngliche feministische Errungenschaften wie das Frauenwahlrecht unterstützt sie. Heute hat sie den Eindruck, dass Feminismus Frauen davon abbringt, Mutter zu werden. Warum hast du das Gefühl, dass Feminismus gegen die Mutterschaft läuft? Das ist nur so ein ganz subtiles Gefühl. Auch. Wie du merkst, ich bin ein großer Twitter-Recherchierer. Ja. gib mal ein bei Twitter, Regretting Motherhood. Sie zeigt mir, welche Beiträge sie meint.
I prefer the regret of not being a mother to the regret of having a kid. Und das ist halt ganz viel die Agenda. Im Twitter-Post steht: Ich bedauere es lieber, keine Mutter zu sein, als zu bedauern, ein Kind zu haben. Es wird ja nur einseitig beleuchtet. Wo ist denn mal jemand, der einen Hashtag machen würde, Feminismus, Mutter sein ist klasse? Gibt's doch nicht. Weiß ich nicht, ob es das nicht gibt, aber würde mich auch schwer wundern. Die Regretting Motherhood-Kampagne, auf die sich Mia hier bezieht, warnt nicht davor, Mutter zu werden, sondern will sichtbar machen, dass es auch Mütter gibt, die es bereuen, ein Kind bekommen zu haben. Weiter stört Mia natürlich gibt's das auch. Ja, am Feminismus die große Aufmerksamkeit auf Vielgeschlechtlichkeit. Aber sie hat es doch selbst gesagt, findet sie beklemmend. Ja, Frauen gebieren, Frauen kriegen Kinder, das ist beklemmend. Sie will daheim bleiben, das ist beklemmend, hat sie doch selbst gesagt. Transfrauen beispielsweise sind für Mia keine Frauen. Was ich nicht? Ja, Transfrauen sind Transfrauen. Natürlich sind das von der Biologie her keine Frauen. Ich möchte, ist, dass meine Kinder unterrichtet werden im Unterricht, dass das Geschlecht, was sie bei ihrer Geburt haben, kein Identifikationsmerkmal dafür ist, dass sie eine Frau sind. Das ist keine Wissenschaft und Kinder werden so verunsichert. Len Schmid von Mobirex ordnet diese Aussagen als transfeindlich ein. Transfeindlich. Jetzt sprichst du wieder das Recht auf Leben ab und bist wieder rechts und rechts heißt ja wieder rechtsradikal. Die unabhängige ExpertInnen. Ends. Auch Transfeindlichkeit ist Teil einer antifeministischen Mobilisierung. Ich habe das Gefühl, dass Kinder, die heute sagen, ich bin heterosexuell, ich bin nicht depressiv, ich habe sonst keine Störungen, ich bin nicht emo, ich bin kein Klimaaktivist und keine Feministin, das sind die, die gehatet werden, die langweilig sind, die als Nazis abgestempelt werden, als konservativ, die ausgegrenzt werden und die auch Diskriminierung erleben. Das ist, was ich gerade sehe, was in den Schulen hier passiert. Sie erzählt mir, dass ihre Kinder in... Ja, hat sie durchaus recht. Störung ist natürlich das Wort, wo sich dann dran gestört wird, weil das ja so heißt oder schnell rüberkommen kann, wie trans ist eine Störung. Nochmal zu dem Trans-Thema. Kennt ihr vielleicht das Beispiel, wenn du 100 Frauen und 10 Männer auf eine einsame Insel verfrachtest und dann 200, 300 Jahre in Ruhe lässt und wiederkommst, dann hast du, wenn sie sich nicht alle gegenseitig abgemurkst haben, da eine florierende Wirtschaft bzw. Zivilisation. Wenn du 100 Transfrauen und 10 Männer auf die gleiche Insel packst und 200 Jahre später wiederkommst, hast du da 110 männliche Skelette. Tja, so ist nun mal die Situation. Diese Realität ist transfeindlich. Ich spreche das Recht auf Leben ab und was weiß ich was. Natürlich gibt's Leute, die sagen, ich fühle mich einfach im falschen Körper geboren. Und das muss unheimlich schwierig sein. Das stelle ich mir schwierig vor. Ist das aber jetzt schon abschließend geklärt, was genau dahinter steckt, wie das alles sein kann und so weiter? Weiß ich nicht. Aber natürlich ist das nicht normal, wenn Leute das Wort Frau nicht mehr definieren können. Ihr kennt ja vielleicht den Film What is a Woman? Geistert durch das ganze Internet, wenn die Leute das Wort Frau nicht mehr definieren können. Und du kannst jetzt alles sein und was weiß ich was. Nein, wenn ich mich jetzt als Frau fühle, dann bin ich jetzt keine Frau. Wenn mein bester Kumpel zu mir kommt und sagt, er ist jetzt eine Frau, dann sage ich ja nicht, okay, du bist dann jetzt eine Frau, sondern ich sage, ja, okay, du fühlst dich jetzt als Frau. Okay, aber deshalb bist du ja jetzt keine Frau auf einmal. Kannst dich dann vielleicht als Transfrau bezeichnen, ja, aber natürlich bist du jetzt nicht eins zu eins eine Frau. Du kannst da keine Kinder kriegen und was weiß ich was. Ja, und kannst auch schlecht beim Frauensport auf einmal mitmachen, wenn du dann 2 Meter groß bist oder in den Frauenknast und was alles schon passiert ist. Ja, dann sind praktisch die Frauen im Knast von einer Frau geschwängert worden. Oder den Frauen da die Medaillen wegnehmen, ist ja auch schon passiert. Der Hardcore-Feminismus bringt also praktisch es mittlerweile so weit, dass die Männer jetzt schon die besseren Frauen sind und den Frauen die Medaillen wegnehmen und die Karrierechancen und was weiß ich was. Das ist doch nichts Positives. Ja, und natürlich, wie gesagt, wenn sich jemand wirklich im anderen Körper geboren oder im falschen Körper geboren fühlt und fühlt sich als Frau oder als Mann, da muss man damit umgehen, da muss man gucken, was man daraus macht, wie man das macht. Aber natürlich ist das Gefühl nicht gleichzeitig die Biologie. Wenn ich mich jetzt schwarz oder chinesisch oder 2,80 Meter groß fühle oder 60 Jahre alt, dann ist das jetzt nicht einfach so, sondern das ist erstmal nur ein Gefühl und damit muss man dann gucken, was man daraus macht in Zukunft, wie das in Zukunft gesehen wird. Bin ich auch gespannt, in Anführungszeichen, wie das in 500 Jahren rückwirkend gesehen wird. Wäre mal interessant zu erfahren.
Aber es geht ja mittlerweile auch schon so weit, dass wenn ich jetzt als Typ sage, ja, nee, sorry, liebe Transfrauen, da habe ich nicht so Interesse dran. Ich mag eher das Original. Ich stehe, wenn, auf wirkliche Frauen. Dann bist du jetzt schon wieder rechts und Transfeind und was weiß ich was und sprichst denen das Recht auf Leben ab und schürst Hass und bla bla bla, was dann direkt gelabert wird. Ja, mit solchen radikalen Aussagen und Auswüchsen trägst du jetzt nicht gerade zum Verständnis bei und dass man sagt, Mensch, auf das Thema habe ich ja richtig Lust. Ja, wenn ich da als was weiß ich was bezeichnet werde, weil ich jetzt nicht auf biologische Männer stehe. Überraschung. In der Schule viel Aufklärung über queere Themen halten. Plötzlich entsteht dieses Feeling von, es ist ein Hype und alle wollen jetzt queer sein, aber es ist ja einfach nur dieses Gefühl von, ich darf das sein, wenn ich das fühle. Ja, ja, Gefühle sind ja nichts Heiliges, Magisches, was immer recht hat. Natürlich bist du als junger Mann, als junge Frau, Entschuldigung, dass ich so Kategorien, dass ich überhaupt so denke, ich alter Hater. Natürlich bist du als junger Mensch auch leicht beeinflussbar und wenn auf einmal dauernd hier so ein Kram kommt, du kannst das Geschlecht wie die Unterhosen wechseln, Biologie ist so Meinungssache und auch noch ziemlich rechts und so weiter und so fort, natürlich bist du dann auch schnell mal verwirrt. Und wenn das jetzt in der Grundschule schon in Büchern drin sein muss und ja, Drag-Shows für Kinder und der ganze Quatsch, guckt es euch auf Twitter doch an. Das ist jetzt nicht so spitzenmäßig für das kindliche Gehirn unbedingt. Das kann auch ganz schön verwirren und so weiter und so fort. Es gibt da auch Berichte von Leuten, die das bitter bereut haben, sich dann hier, was weiß ich, Chemie reinzuknallen und dann die Pubertät zu unterdrücken und was weiß ich was. Das ist ja eine Entscheidung für das ganze Leben, was einem das Leben auch hardcore versauen kann. Ja, und dann einfach das so ungeprüft einfach so auf die Kids loszulassen, das ist schon ein wildes Ding. Also das kann sein, dass man in 500 Jahren sagt, um Gottes Willen, was haben die damals da veranstaltet? Was haben die damals mit den Leuten gemacht? Wie konnte das so weit kommen, in so eine Ideologie reinzurutschen? Es kann aber auch genau andersrum kommen, dass sie sagen, guck mal, damals, interessant, da haben sie noch gedacht, es gibt nur Mann und Frau. Das kann natürlich beides sein, aber solange das noch nicht 100% klar ist, was da überhaupt los ist, wie das überhaupt sein kann, kann man jetzt schlecht da völlig konkrete Aussagen treffen. Trotzdem muss man immer aufpassen, dass man die Realität nicht aus den Augen verliert und Biologie ist nun mal Realität. Ja, das ankert uns ja. Die Physik, die Wissenschaft, die Biologie und so weiter, das ankert das ohnehin schon viel zu emotionale und gefühlvolle Säugetier in der Realität. Und das ist wichtig, dass wir hier nicht noch mehr Realität verlieren. Wir sind schon im Alter der Irrationalität. Hardcore angelangt, guckt euch die Medien und so weiter an. Es ist schon hardcore irrational alles, das sollte nicht viel irrationaler werden. Ich sage zurück zur Rationalität. Das ist mein Motto, damit trete ich bei der nächsten Wahl an. Ja, wie gesagt, wir beide haben jetzt hier da unterschiedliche Meinungen, aber der Hype ist definitiv da, weil wer heutzutage queer ist, ist definitiv cool, bekommt super viel Aufmerksamkeit und Zuspruch. Von daher, es ist schon so, dass eine Manipulation meiner Meinung nach in die Richtung vorhanden ist. Hat sie recht und sie sagt auch meiner Meinung nach vernünftig dazu, aber ja, hat sie natürlich recht. Menschen suchen sich nicht aus, ob sie queer sind oder nicht. Und ja, aber werden vielleicht rein manipuliert, ihr Geschlecht auf einmal anzuzweifeln und ihre Realität. Es wird auch viele Leute geben, die vielleicht einfach nur homosexuell sind und das dann übertreiben und dann sagen, deshalb bin ich jetzt das andere Geschlecht, weil ich mich ein bisschen so und so fühle. Und wie gesagt, das sind ja Entscheidungen, da an der eigenen Biologie dann rumzumurksen mit Chemie. Das sind jetzt keine Pillepalle-Entscheidungen. Das sowas will wohl überlegt sein. Und das dann den Kindern ganz früh reinzuballern, das halte ich auch für potenziell hochgradig gefährlich. Queer sein kann immer noch gefährlich sein. Laut dem Bundesfamilienministerium wurden 2022 über 1000 Straftaten gegenüber queeren Menschen gemeldet. Also. Gegenüber queeren Menschen, weil sie queer sind oder nicht? Das wurde jetzt hier nicht gesagt. Natürlich wird auch ab und zu mal jemand überfallen und ausgeraubt, der queer ist. Aber ist das passiert, weil er queer das bescheuerte Wort, war oder nicht. Natürlich ist das nicht in Ordnung, wenn jetzt Leute sagen, was, der ist jetzt Transgender, deshalb müssen wir ihn jetzt überfallen und so weiter und so fort. Aber wer ist denn da wirklich dafür, dass um die Leute gerne kümmern, ja, aber nicht um Leute kümmern, die sagen, es ist vielleicht potenziell hochgradig gefährlich, kleinen Kindern zu erzählen, sie können ihr Geschlecht wie die Unterhosen wechseln.
Auf dem Balkon frage ich sie, ob sie das Gefühl hat, sich nicht mehr frei äußern zu können. Doch, du kannst dich ja mega frei äußern, auch mit meinem Video hier. Ich riskiere ja hier überhaupt nichts, als X und Y hingestellt zu werden und gesperrt zu werden und was weiß ich was. Die Meinungsfreiheit ist mittlerweile so geil und so wenig in Gefahr, dass ich hier null überlegen muss, wie ich mich ausdrücke und so weiter. Also es ist ein Schlaraffenland. Ja, wenn mein Video jetzt zum Beispiel größer werden würde und dann in andere Bubbles reinkommen würde und dann auch in die dritte und vierte Welle Hardcore-Feminismus-Bubble reinkommen würde, dann würde ich hier auch gebrandmarkt und gemeldet und was weiß ich was werden natürlich. Ja. Mein Eindruck ist, dass wenn ich jemandem sage, ich bin nicht deiner Meinung, dann fühlt er sich davon schon sofort verletzt und diskriminiert. Ja. Sagen wir mal, du sagst mir, ich möchte lieber ein Mann sein und wir wären Freundinnen, ja. Würde ich dich sehr lieb haben. Und ich würde mir für dich wünschen, dass du erkennst, was für eine schöne und tolle Frau du bist. Und ja, kommt drauf an. Wenn das real ist, wirklich, ne, wenn sie dann wirklich im falschen Körper geboren wird und so weiter, das wird die Zukunft dann noch zeigen müssen, wie viel ist da jetzt dran und wie viel Einbildung ist es auch, dann ist es Quatsch, dass sie eine wunderschöne Frau ist, sondern dann ist das natürlich ein schwieriges Problem für sie. Und dass, wenn ich dir das sage, Eva, ich höre deinen Schmerz und ich höre, dass du nicht zufrieden bist, aber wenn ich dir mal sagen darf, ich finde dich klasse, wie du bist, dass das nicht diskriminierend ist, dass das nicht homophob oder transphob ist, sondern dass auch als Wohlwollen gemeint sein kann in deine Richtung, weil ich dich mag und dir einen schweren Weg ersparen will. Ja, hat sie recht, das kann auch wohlwollend gemeint sein, das würde ihr dann aber natürlich nichts helfen, wenn sie sagt, ja, es ist einfach falsch, ich merke es doch, es ist einfach falsch, ich fühle mich unwohl, ich wäre lieber als Mann geboren. Sie spricht aus, was viele denken. Doch indem Mia nicht diskriminierend und nicht homophob sein will, ist sie schlichtweg genau das. Ach so. Okay. Das stimmt natürlich dann. Begründung brauchen wir dafür nicht. Auch darüber spreche ich mit Len Schmid. Ah, jetzt kommt wieder ins Experte. Mias Aussage legt nahe, dass es sich bei Transmenschen um Menschen mit wenig Selbstbewusstsein oder um ein Resultat von gesellschaftlichen Rollenvorstellungen handelt. Ja, und das ist jetzt feindlich. Warum? Warum? Len Schmid zitiert hier den Bundesverband Trans. Transgeschlechtlich bedeutet, jemand fühlt sich nicht ganz oder nicht immer dem Geschlecht zugehörig, das der Person bei der Geburt zugewiesen wurde. Das Gespräch mit Mia verfolgt mich auch nach dem Drehtag noch lange. Ihre Sorgen werden von Angst getrieben. Die Haltungen der drei Frauen, die ich treffe, sind antifeministisch, aus völlig unterschiedlichen Beweggründen. Antifeminismus kann ein Eintrittstor in extreme Ideologien sein. Da haben sie wenigstens gesagt, kann ein Eintrittstor sein. Das ist ja eine sinnvollere Aussage, die ich durchaus unterschreiben würde. Jetzt nicht bei den Leuten, die hier mitgemacht haben, wahrscheinlich. Aber das ist ja schon eine sinnvollere Aussage. Bisher wurde ja immer gesagt, es ist einfach antifeministisch und bla bla bla. Gut, haben sie auch wieder gesagt, die sind Antifeministinnen. Doch nicht jede kritische Äußerung gegen Feminismus lässt sich gleich im rechten Spektrum verorten. Oh, es hat nur 25 Minuten in der Doku gedauert, um einen rationalen, vernünftigen Satz rauszuhauen, dass natürlich nicht jede, wie hat sie es gesagt? Doch nicht jede kritische Äußerung gegen Feminismus lässt sich gleich im rechten Spektrum verorten. Das ist ja sinnvoll. Nicht jede kritische Äußerung gegen Feminismus. Und wie gesagt, von den Protagonistinnen hier ist ja Hardcore-Feminismus gemeint. Manche Aussagen von Antifeministinnen können die Diskriminierung von Menschengruppen legitimieren und kratzen an der gleichberechtigten Teilhabe in unserer Gesellschaft. Manche ExpertInnen mahnen deshalb. ExpertInnen. Dann wird wieder unironisch gegendert. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, dass Antifeminismus eben antidemokratisch ist. Wie groß das Phänomen ist, wird noch erforscht. Hass und Hetze, gerade auch zwischen Frauen, gehen währenddessen weiter. Hass und Hetze. Sind Sie also in der Doku hier drin und hören dann das Wort Hass und Hetze gegen Frauen? Klickt auf den Link, wenn ihr mehr über gefährliche Ideologien auf TikTok und Instagram sehen wollt. Ja, noch mehr gefährliche Ideologien. So, und im nächsten Teil gucken wir uns jetzt die geile Rechtfertigung von ihr an. Rechtfertigung Nummer 1 von 2. Thank you for the suggestion. It was a good one without a question.